Numero 100, Mara Carfagna. Alle pari opportunità, l'onorevole dottoressa Mara Carfagna. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Altezza 1,72, 92 di seno, 64 di vita e 94 di fianchi. Io ho un senso del pudore forse esagerato, fortissimo, e chiaramente deriva da un'educazione particolare che ho avuto. Oh yeah! Oh yeah! Salve, io sono Mara Carfagna e ho 22 anni e sono di Salerno. Nel 97 ho partecipato a Miss Italia e sono arrivata sesta. Si classifica al sesto posto la numero 100, Mara Carfagna. Se credete, noi non cambiamo idee a seconda della campagna elettorale che abbiamo svolto, a seconda delle platee e delle persone alle quali ci rivolgiamo. Le nostre idee sono sempre le stesse, le nostre idee, ma soprattutto i nostri valori di riferimento non cambiano. Oh yeah! Diputada en Miss Italia, Mara Carfagna, es una de las cuatro mujeres que integran el gabinete del nuevo gobierno italiano. La también bailarina había enamorado al primer ministro Silvio Berlusconi y casi provoca el divorcio con su mujer. Das ist Maria Rosaria Carfagna. Ihre Fans nennen sie Mara. Mara ist 32 Jahre alt, bildhübsch und ab sofort die neue italienische Ministerin für Chancengleichheit. Der ehemalige neue Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat einen Narren an der Süditalienerin gefressen. Nicht nur wegen ihrer äußeren Reize, die Dame hat's auch mit dem Köpfchen. Ihr Jura-Examen bestand sie mit sehr gut. Aber statt Rechtsanwältin zu werden, nahm sie an der Wahl zur Miss Italia teil, wurde nur Sechste, aber dafür fürs Fernsehen entdeckt. Dort moderierte sie Sendungen wie Sonntags auf dem Dorf. 2006 ging sie in die Politik und wurde fürs Abgeordnetenhaus gewählt. Jetzt ist sie Regierungsmitglied. Ganz Europa freut sich auf die schönste Ministerin aller Zeiten. Ciao bella. Spero di fare il mio lavoro al meglio e di essere all'altezza delle aspettative.